Dies ist meine Neuerwerbung. Ein kleiner ferngesteuerter Hubschrauber der Firma Valkera. Das hier ist der V120D02S. Ein paddelloser kleiner Hubschrauber. Das V120 ist eben die Größe. Das D02 bedeutet, den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, mit Welle zum Antrieb des Heckrotors. Es gibt auch welche mit Riemen oder mit einem Heckmotor. Und das S ist jetzt die neueste Variante. Das heißt, der schaut ungefähr aus wie die alten V120D02, nur wurden hier andere Werkstoffe verwendet. Und ich denke, die Elektronik wird auch verbessert worden sein. Der einzige Nachteil von dem ist, den gibt es jetzt in zwei Versionen, für die alten Sender und dann für die neuen Devo-Sender. Also ich habe jetzt mal... Das ist hier noch der alte Sender, das ist ein WK2603. Den habe ich zusammen hier mit dem gekauft letztes Jahr. Das hier ist der Valkera 4G6S. Und zwar ist der die gleiche Größe wie der V120D02S. Also wenn man die zusammen hinstellt, die sind gleich groß. Die Teile sehen auch ähnlich aus. Wahrscheinlich wird man viele Teile auch auswechseln können. Der Unterschied ist halt, der hat hier noch eine Paddelstange. Die Elektronik wird anders sein. Und der hat hier auch einen kleineren Motor und eben eine andere Elektronik. Ja, der V120D02S hat serienmäßig schon einen stärkeren Motor. Sieht man hier, wenn man beide zusammenhält. Und bei der Firma Nanoheli habe ich mir eben noch diesen stärkeren Motor gekauft, um ihn dann später umzurüsten. Damit hat er dann eben auch für 3D genügend Kraft. Eben die Hauptrotorblätter sind flexibel, das Landegestell ist flexibel. Wenn man sich den alten hier anschaut, da war weniger Flexibilität drin, das war eben alles steifes Plastik. Der ist hier eben völlig aus der Schachtel, noch nichts verändert. Der Unterschied ist eben auch die größeren Heckrotorblätter. Und ein Bekannter, der eben schon den einige Zeit fliegt, sagt eben, dieser Hubschrauber fliegt sich wirklich wie ein sehr viel größerer. Ich nehme an, das liegt dann eben alles an den Kreiseln und an der Elektronik, dass er eben um einiges stabiler fliegt. Den habe ich mir eben auch dafür gekauft, um einfach Rundflug jetzt im Winter im Keller durchzuführen, wo er stabil fliegt und ich das eben ganz entspannt machen kann. Ja, und dabei war dann noch dieser neue Sender. Das ist hier eben ein Devo 6. Das ist eben auch ein 2,4 GHz Sender, wie der andere auch. Also beides. Nur eben ist anscheinend das Protokoll geändert worden und diese nicht miteinander kompatibel. Deswegen musste ich mir auch den neuen Sender kaufen. Mit Sender, Hubschrauber und dieser Tuningmotor, das waren fast 400 Euro. Also das ist auch nicht gerade so billig. Geflogen wird es dann mit 600 mAh Akkus.
Die habe ich jetzt hier von meinem alten. Der ist die gleiche Größe. Das sind auch hier 600 mAh Akkus. Da habe ich vorhin dann nur noch diesen BEC-Stecker angelötet. Denn früher gab es die nur mit diesem Valkera-Stecker. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass die jetzt hier über diesen BEC-Stecker gehen, weil er ja sehr viel weiter verbreitet ist und man ihn dann auch an anderen Akkuladegeräten aufladen kann. Das habe ich jetzt umgelötet und jetzt werde ich gleich in den Keller gehen und ihn fliegen. Das Video vom Jungfernflug im Keller wollte ich nicht gleich so ins Internet stellen, denn es war nicht gerade so besonders erfolgreich. Hier ist er wieder aufgebaut. Ich habe es dann doch glatt geschafft, die beiden hinteren Taumelscheiben-Servos zu schrotten, also das Getriebe drin. Das Heckrohr, das Vierkant-Heckrohr, hat es zerbröselt. Und hier die Anlenkung habe ich dann eben noch mit einem CFK-Röhrchen verstärkt. Ja, was ist passiert? Der Hubschrauber braucht doch ein bisschen mehr Platz zum Manövrieren und ist mir dann richtig an die Kellerwand geknallt, wodurch es dann eben zu diesen Schäden kam. Ich habe mir dann eben die ganzen Teile neu bestellt und dann eingebaut. Heute war eben das Wetter super. Also es war zwar kalt, aber es war sonnig und ich ging deswegen zum neuen Flug eben raus in den Park, wo ich dann eben mehr Platz hatte. Und da war es dann eben fantastisch. Also da habe ich mir gedacht, also so einen tollen Flug hatte ich mit so einem kleinen Hubschrauber noch nie. Ich habe immer noch den normalen Motor drin und die Leistung zum Rundflug reicht völlig aus. Das Einzige, was hier wirklich verändert ist, ich habe jetzt hier einen anderen BEC-Stecker rangelötet, weil der alte war ein bisschen zu schwergängig. Ja, hier sieht man, das ist auch so ein Austauschservo, das musste ich verlängern, da habe ich hier auch gelötet. Aber was eben heute so richtig toll war, das Heck stand wirklich wie eine 1. Ich brauchte da nicht immer so ein bisschen nachkorrigieren. Er flog super. Ich war richtig begeistert. Das Einzige ist halt, er kommt ziemlich schnell auf Geschwindigkeit. Ist eigentlich kein Nachteil, außer man will ihn eben in engen Räumen fliegen.
Ich denke, das wird auf jeden Fall möglich sein, aber da muss ich dann noch ein bisschen mehr mit trainieren, dass ich den besser beherrsche. Denn so ist es ein wirklich toller Hubschrauber. Ich dachte ja erst, nachdem er im Keller richtig da gecrasht ist, oh, was für ein Fehlkauf und so. Aber nein. Und, ja, das sind hier noch die alten Akkus, wo ich das umgelötet habe, aber hier in dieser Schachtel vom T-Rex 250, das ist die Schachtel, in der ich den gekauft habe. Und damit transportiere ich normalerweise meinen MCPX. Da passt der hier eben ohne Haube rein. Die Haube muss dann eben draufgelegt werden. Und heute, als ich fliegen ging, habe ich halt die Haube vergessen. Da flog er ohne Haube. Das ist die Lagenerkennung nicht ganz so einfach, aber das ist hier vorne gelb. Deswegen kann man doch die Lage besser erkennen ohne Haube als bei anderen Hubschraubern. Ich hatte kein Werkzeug dabei heute. Glücklicherweise war es auch nicht notwendig. Was ich demnächst noch machen möchte, ist, ich habe hier noch andere Rotorblätter. Das sind ja die vom 4G6. Und dann habe ich noch andere Tuningblätter, die ich ausprobieren möchte. Es hängt ja natürlich dann auch vom Gewicht der Hauptrotorblätter ab, wie er dann auch fliegt. Und da bin ich schon mal gespannt. Ja, hier, das Hauptrotorblatt hat ja hier auch noch eine ziemliche Delle, als er da eingeschlagen ist. Aber sonst die anderen Sachen, die so kaputt gehen, wie Hauptrotorblätter oder hier die Achse, das hielt alles. Eben nur die Sachen, die sonst eigentlich bei anderen Hubschraubern gar nicht kaputt gehen. Also wenn er dann richtig crasht, dann schlägt anscheinend das ein Rotorblatt dann immer hier ans Gestänge ein. Da werde ich mir dann hier noch für die Heckanlenkung dann einen Metallschiebearm als Tuning einbauen. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich da tunen sollte, denn momentan komme ich hier noch nicht an meine Grenzen. Und so fliegt er auch sehr eigenstabil draußen. Also ich hätte ihn fast so vom Fluggefühl mit dem T-Rex 250 verglichen. Vielleicht ist er ein bisschen hibbeliger, aber ich meine, der ist ja dann auch ungefähr die Hälfte so groß. Und es ist eben ein ziemlich entspanntes Fliegen draußen. Also in Kellerräumen ist es doch ziemlich anstrengend, weil man immer schauen muss, dass er nicht irgendwo rankracht, aber draußen ist es richtig schön entspannend. Denn beim T-Rex ist es natürlich dann so, wenn der mir dann so auf Kopfhöhe entgegenkommt und nur noch so 1 Meter entfernt ist, da gerate ich dann doch schon mal in Panik und das kam dann zu Crashs und hier mit dem ist es dann nicht so. Ich meine, das wird zwar auch nicht gerade angenehm sein, wenn er einem irgendwo hinknallt, aber ich denke, da wenn man den Kopf wegdreht, sodass es nichts in die Augen geht, dürfte nicht sehr viel passieren. Ja, und jetzt werde ich eben, wenn das Wetter noch irgendwie mitspielt, versuchen rauszugehen und ihn draußen zu fliegen, weil es dort richtig Spaß macht. Aber eben der Zweck, für den ich den gekauft habe, eben für Indoor im Winter. Indoor ist sicherlich möglich in größeren Sporthallen. Bloß mein Keller ist eben ein bisschen zu klein, um richtig Spaß zu haben beim Fliegen. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich mir nicht von Valkyra jetzt noch den Genius CP zulege, weil er ja auch kleiner ist und im Gegensatz zum Blade MCPX soll er eben auch direkter zu steuern sein. Also, Valkyra hat auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht und hier einen wirklich guten Micro-Heli hergestellt.